Lalalalalalalala. So, hier hast du sogar schon Doppelreihen. Das ist gut. Wo war denn die Dreiergeschichte? Das kann da nirgendwo gewesen sein. Hier scheint auch ein Aufmarschgebiet zu sein. Also machen wir hier mal ein paar mehr hin. Falls das eskaliert und so. Da kommen nur vereinzelt welche, aber was soll's. Wir haben es ja gerade. Hinter. Hier unten sieht es ein bisschen mau aus. Und gerade hier sollte das eigentlich überall sicher sein. Wegen den Fabriken jetzt. So. Das heißt, ich hätte gleich gerne nochmal 100 Lasertürme. Danke. Wie schaut es jetzt aus? Rote Chips kommen echt nicht hinterher. Du, die raus, die rein. Und dich ersetzen durch das da. Und dann noch Speedmodule oben drauf. Schon mal ein Ticken besser. Aber nicht so ganz toll wie da. Habe ich inzwischen genug für eine neue... Ja, gib mir. Weg. Ich hätte gerne 100 Fabriken. Wo seid ihr? Da seid ihr. Obwohl, die habe ich noch im Inventar, ne? Ja. Bitte bau. Da. Module hin. Und zwar stellst du bitte her MK1 Module blau. Du stellst bitte hin MK2 Module blau. Du stellst bitte hin her MK1. Sieht später doof aus. Nee, mach du mal nix. Das hier ist jetzt 1 und 2. Später kommen wahrscheinlich noch 3 und 4 dahin. Du brauchst Kupfer, Eisen und grüne Chips. Und Kisten braucht ihr alle. Rechts. Links. So. Damit auch die Fabriken da automatisch hergestellt werden können, weil die brauchen ja die Einer-Dinger. So. Das heißt, ich kann dann oben die Anlage nach und nach abbauen. Die steht ja eh tierisch im Weg, wenn ich mich recht erinnere. So, du hättest gerne Kupfer. Ja, Eisen, Kupfer und Grün Chips. So. Es wurden da gerade 220 grüne Chips einfach so im Vorbeifliegen reingeworfen. Das ist doch schick. So, Speedmodule. Ja, 3er und 4er Speedmodule sind auch bald an der Tagesordnung. Damit sollten wir auf jeden Fall sicherstellen können, dass das Ölproblem gar kein Problem ist. Ja, die brauchen eine Weile, aber ist okay. Die schließe ich erstmal noch nicht an. Erstmal hätte ich ganz gerne, dass du beschränkt wird auf 2 Stacks. Und dass du hier oben dann gleich arbeiten kannst. Du hättest nämlich ganz gerne die Speedmodule. 1er. Und zwar, sagen wir mal, nur 10 Stück am Anfang. Was brauchst du noch? Achso, die blauen Fabriken. Dann hättest du noch ganz gerne... Blaue Fabriken. Auch 10 Stück. Und dich beschränken wir auf jeden Fall auf 1 Stack. So. Es sind nur 8 Lasertürme. Es sollten 100 sein. Da fehlt ein bisschen was, Jungs. So. Ihr seid Logistik... Du hast einen Roboport drin? Her damit. Ihr sollt keine Logistikkisten sein. Ihr sollt... alles im Zentrallager abliefern. Das hatte ich... Oh. Ich habe mal wieder keinen Platz im Inventar. Yeah. Schmeiß den hier auf den Boden. Z. So, wo ist mein Zentrallager? Da ist mein Zentrallager. So. So. Alles abliefern, alles gut. Roboter ausgelastet? Ja, endlich mal ausgelastet. Sehr gut. Britzel. Habe ich noch mehr Akkus dabei? Nur ein paar. Aber setz die mal.
inzwischen rote Chips im System sichtbar? Nö, unter 100. Oh, und Roboports werden langsam knapp zum Aufladen. Ja, das ist nicht gut. Wir bräuchten jetzt die MK davon. Ja, blaue Chips, 45. Das ist... Wie viele grüne haben wir im System? 3000 zwischen. Mach bitte Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Was? Warum machst du das nicht? Ja, bitte rote Chips her. So, und dann hätte ich ganz gerne... Das ist super. Also, dass ich jetzt die gelben Fabriken auch so automatisch herstellen kann. Du da. Du hilfst jetzt bitte mit bei der Herstellung von den roten Chips. Swash, 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 swash. Gut. Achso, gleich einen daneben. Assembly Machine. So. Shift rechts, Shift links. Ach, jetzt geht's doch. Du bitte weg da. Hast da nichts mehr zu suchen. Du bist veraltet. Da. Piu, piu, piu. Shift rechts, Shift links. Du ebenfalls wie Modula. So, komm schon, komm schon. Gib mir rote Chips im System hier. Sollte doch jetzt eigentlich langsam, ne? Klappen. Ich könnte aus dem... Nein, ich brauche keine grünen Chips mehr. Ich wollte gerade raus hier eine blaue Fabrik machen. Aber nein, das ist dann wirklich albern. Oh, hallo, König. Ich habe vergessen, die zweite Reihe da wieder neu zu setzen. Peinlich, peinlich. Gib mir... Achso, das Ding da. Klick, 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 klick. Jetzt dürfen die Roboter neu setzen. Und ihr seid immer noch ein Ticken zu langsam, ne? Oh, tut mir leid. Also, Tonk. So, hier sind auch noch ganz viele Sachen zum Einsammeln. Ich habe allerdings immer noch kein Bundled Wire und Rubber. Muss auch noch alles automatisiert werden. Hier, das sollte aber nochmal weg. Einmal da lang weg. Gut. Also meine Befürchtung, die ich hatte mit denen, es kommen irgendwann 3, 4 Kings, scheint nicht einzutreten. Jedenfalls bisher nicht. Das heißt, ich habe immer noch schön Zeit, hier rumzualbern. Und ich habe momentan absolut keine Bedenken. Wir können so, so, so viel produktiver gerade arbeiten, als noch vor ein paar Folgen. Das ist der Hammer. Und wenn wir jetzt nach und nach alles mit den blauen Fabriken machen und mit den 7er Produktivitätsmodulen und. Also bald auch den besseren Furnissen. Wobei das gerade ein bisschen auf sich warten lässt, weil es halt alles an einer Fabrik hängt. Ah, eine Fabrik, ja. Habe ich die schon auf Dings gemacht? Ich glaube nicht. Die war hier hinten irgendwo. War sie doch, oder? Wo habe ich die Fabrik hingetan? Gebaut haben, muss ich sie schon, sonst wäre... Also da ist die eine Fabrik. Aber davon haben wir anscheinend schon genug. Die werden nämlich nicht mal ordentlich abgeholt. Beschränkt die bitte mal auf ein Stack. So. Wir haben 6200 von den grünen, 5100 von den braunen. Mich interessieren aber die anderen. Ich gucke einfach mal nach. Was brauchen wir für die Herstellung von den da? Doch, das habe ich doch unten gemacht. Komisch, dass ich das gerade nicht gesehen habe. Oh, und überall fliegen rote Chips lang. Das ist sehr gut. Achso, gib mir bitte die da. Speedmodule brauche ich gerade keine. Ich will jetzt die Fabrik sehen, die die neuen Science Packs macht. Da, was hast du denn da oben zu suchen? Passt du doch farblich gar nicht so wirklich gut hin. Du bist jetzt eine noch bessere Fabrik. Und du bekommst ein Speedmodul mehr.
Ja, aber die blauen müssten auch vom Grund her schon schneller sein. Also du hast jetzt einen Crafting Speed von 4,5. Du hast einen von 1,25. Achso, weil du Produktivitätsdinger drin hast. Ja, das ist okay. Ah, das ist völlig okay. So. Ja, schaut schon besser aus. Das heißt, gleich haben wir die besseren Öfen. Und dann kann ich die Kupferplattengießerei und die Eisenplattengießerei oben abreißen. So haben wir dann wesentlich mehr Flüssigkupfer und Flüssigeisen über für die Blau-Chip-Gießerei zum Beispiel. Wobei ich jetzt mal gucken muss, wie sich das wirklich rentiert. Da. Ein flüssiger blauer Chip braucht 20 Kupfer, 15 Eisen. Habe ich irgendwo einen Stift? Da. 20k, 15e. Ein stinknormaler Hergestellter braucht 20 grüne Chips, 2 rote Chips. Wie viel brauchen 20 grüne Chips? 20 grüne Chips, oh, 20 grüne Chips brauchen 20 Eisen. Das heißt, das Herstellen in der Fabrik kostet schon mal 5 Eisenplatten mehr. Aber 3 Kupferkabel, das wären dann mal eben 60 Kupfer statt 20 Kupfer. Ah ne, es sind 2 Kabel, die rauskommen. Also 30 Kupfer. Ja, gut. Also das Gießen spart 5 Eisenplatten und 10 Kupferplatten. Aber da wir mit 200% oder so Produktivität später arbeiten, ist das völlig irrelevant. Also ja, auch blaue Chips gießen und rote Chips gießen und so weiter ist mit den besseren Schmelzöfen, den besseren Fabriken wesentlich effektiver als das Flüssigzeug. Das heißt, was mir jetzt im Kopf rumgeistert, wir brauchen die Flüssig-Metall-Geschichte wirklich nur für Bronze, Tungsten und ähnlichem Klimbim. Nicht für die Standardsachen. Okay. Dun, dun, dun. So, ich brauche mal wieder neue Kisten. Und ich hätte gerne blaue Ärmchen. Ein Stack immer auf Tasche. Sehr gut. Strom. Strom, 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 Strom. Da. Bau 40 bitte davon. Das klingt doch sehr gut. So. Was ich nicht ganz verstehe, dass immer noch keine roten Chips über sind. Die werden alle anscheinend gerade verbraucht. Das ist ganz schön krass. Aber na gut. Die Edelsteingeschichte. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz zum Haupt... Oh, ist was kaputt. Oder leer. Ja, weg. So. Ich gehe jetzt erstmal zum Hauptlager. Müll da mein Inventar aus. Und dann schaue ich mal, ob wir die Edelsteinsachen nicht jetzt anfangen können. Dafür mussten wir Bronze gießen. Stimmt, habe ich das schon angefangen? Guck ich gleich mal. Dich hätte ich gerne. Raus, 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 raus. Ein Stack hätte ich ganz gerne drin. So, raus, raus. Raus, raus. So. Steht nur meine Kisten, brauche ich nicht mehr. Steinkisten, Steinmauern brauche ich auch nicht mehr. So. Das war es eigentlich schon fast mit aussortieren. Normale Fließbänder brauche ich nicht mehr und die Untergrunddinger auch nicht. So, okay. Also, das wäre aussortiert. Dann, oh, da oben liegen schon 2 brach. Ja, das ist nicht so schön. Wie viel dreckiges Eisen haben wir denn? 41.000. Okay, das heißt, ich denke, ich muss da jetzt nichts Neues setzen. Du kannst schon mal eine Kiste bekommen. Weil du arbeitest sonst gar nicht. Warum staut sich das Eisen so extrem? Da muss doch wieder irgendwas faul sein. Stau, 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 Stau. Oh, Sludge.
Jo. Komm mal mit. Ich freue mich schon so, wenn wir das alles nicht mehr machen müssen. Also ja, wir werden dann immer noch Sludge haben für Tungsten und Bronze und was weiß ich, aber bei weitem nicht in dem Umfang wie bisher hier. So, gib mir die Tanks wieder. Nachdem wir die Umwelt jetzt total zerstört haben, indem wir die Tanks einfach ausgekippt haben. So. Jetzt geht's hier wieder los, ne? Ja. Es kommt hier kein Kupfer mehr regulär an, aber die Kisten müssten voll sein, ja. Pum, 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 pum. Okay. Warum sind da produktiv nur die Vierer drin? Mach bitte daraus eine... Da und tu das alles ins Hauptlager. Sehr kurios. Oh, du. Dir fehlt Flüssigkupfer. Ja, okay. Ihr hört bitte auf zu arbeiten.